Da hat gerade einer angerufen. Ein Doktor, er braucht einen Fahrer. Interessiert? Ich bin kein Mediziner, ich bin Musiker. Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Worin haben Sie sonst noch Erfahrung? Öffentlichkeitsarbeit. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten? Sie in den Südstaaten? Da gibt's sicher Probleme. Versprich, dass du mir schreibst. Ich versprich's. Riecht das nicht gut? Fried Chicken, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Euer Eins liebt doch Fried Chicken. Ihre Meinung über mich ist wirklich spezifisch, Tony. Ja, oder? Ich bin gut. Wir werden bei den vermögendsten Leuten dieses Landes verkehren. Ihre Ausdrucksweise könnte etwas Schliff vertragen. Affanabler, warum gehen Sie mir so auf den Sack? Weil Sie es besser könnten, Mr. Vallelonga. Liebe Dolores. Ich habe Dr. Shirley Klavier spielen sehen. Ich glaube, er ist ein Genie. Na los, nehmen Sie. Ich möchte keine Fettflecken auf meiner Decke. Ich mag keine Fettflecken auf meiner Decke. Dieser Gentleman sagt, ich sei hier nicht erwünscht. Tut mir leid, Sir. Wie kann er denen allen lächelnd die Hand schütteln? Weil man Herz braucht, um die Einstellung der Menschen zu ändern. Was machst du da? Schreib einen Brief. Darf ich? Liebe Dolores, manchmal erinnerst du mich an ein Haus. Ganz schön armselig, Tony. Schreib lieber das. Von dir getrennt zu sein, bringt mich fast um den Verstand. Mich in dich zu verlieben. War für mich die einfachste Sache der Welt. PS-Kuss an die Kinder? Das ist wie eine Kuhglocke am Ende von Schostakowitschs Siebter. Ist das gut? Das ist perfekt, Tony. Aussteigen! Gewalt siegt nie. Gewinnen kann man nur mit Würde. Du kennst deine eigenen Leute nicht. Du, Mr. Big Shot, gibst Konzerte für die Reichen. Wenn ich nicht schwarz genug bin und nicht weiß genug, dann sag mir doch, Tony, was bin ich? Jeder kann sich anhören wie Beethoven. Aber die Musik, die du machst, kannst nur du allein. Was machen wir mit den Knochen? Ganz einfach. Heb ihn auf, Tony. Die fressen eh die Eichhörnchen. Heb ihn auf. Oh, das sieht nach einem kleinen, aber relativ feinen Film aus. Vor allem Mahershala Ali und Viggo Mortensen sind zusammen. Sind zwei so gute Schauspieler, teilweise eben auch absolute Method-Actor. Und vor allem diese ungleiche Freundschaft, die hier zusammengeführt wird. Und die Tonalität, die im Trailer wechselt, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich sehen. Und damit war es der Trailer zu Green Book. Eine besondere Freundschaft, die uns Entertainment One Germany ab dem 31. Januar 2019 in die deutschen Kinos bringt. Da vielleicht auch ein bisschen in die Oscarsaison hinein versucht, die eine oder andere Nominierung mitzunehmen. Und erzählt wird die wahre Geschichte. Und damit das ist es ein Biopic-Drama rund um den klassischen Pianisten Dr. Don Shirley, der aber eben auch gleichzeitig ein Schwarzer ist und das 1962. Er will in den Südstaaten unter anderem touren, heuert deswegen einen Fahrer ein, der ganz anders ist als er, namens Tony Lip, und dieser wird eben auch ein Stück weit ihn beschützen müssen vor bestimmten Situationen. Sie orientieren sich bei ihrer Route an dem sogenannten Negro Motorist Green Book, was quasi aufzeigt, wo in den Südstaaten auch schwarze Gäste willkommen sind, in einer Zeit, in der das eben alles noch, wobei die Thematik heutzutage immer noch brandaktuell ist, leider Gottes. Und genau dieser Weg dieser beiden, basierend auf einer wahren Geschichte, wird hier erzählt. Und ich mag am Anfang eben auch diese Diskrepanz zwischen den beiden Figuren. Aber spätestens, als sie diesen Brief zusammen verfassen, hat er eine unglaublich weiche und schöne Tonalität drin. Viggo Mortensen ist eben einer, der auch immer wieder einen kleineren, dafür richtig tollen Film zu sehen ist. Und Mahershala Ali, ganz ehrlich, den feiere ich sowieso. Deswegen muss ich sagen, Green Book werde ich ein Auge offen halten. Freue ich mich drauf. Bis Ende Januar ist noch ein bisschen Warten angesagt. Aber ich mag diesen Trailer. Der ist einfach schön, ohne wahnsinnig viele Schnörkel ringsherum. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.